So, hey Leute und herzlich willkommen. Obwohl, ich muss mal kurz schauen, ich bin hier gerade die Kamera am Einstellen. So ist es, glaube ich, am. Ne, machen wir ein bisschen anders noch. So. So, pass auf. Also, herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Und zwar geht es darum, wir haben ja, oder ich habe euch ja dem letzten Mal gezeigt, wie die Farbe quasi gewechselt wird, ja, und jetzt habe ich ja auch in einem auch gezeigt, wie ihr dann grob es reinigen könnt. Jetzt habt ihr aber irgendwie eine Woche mal gemalt oder ihr bemerkt, scheiße, das ist alles verstopft, irgendwie habe ich Arschprobleme, das zu reinigen. Also habe ich mir gedacht, komm, ich zeige euch jetzt mal die Sachen, die ich benutze für eine gründliche Reinigung und dass das noch nicht einmal viel ist und vor allen Dingen nicht viel Arbeit. Ein Tuch habe ich noch gesucht. Das hat mir noch gefehlt gerade. So, was brauchen wir? Wir brauchen einmal unseren Airbrush-Reiniger. Da könnt ihr, wie gesagt, euren Favoriten nehmen. Ich habe dann noch, wie gesagt, destilliertes Wasser habe ich jetzt genommen. Ihr könnt normales Wasser auch noch nehmen. Ist egal, was eigentlich. Dann habe ich hier so kleine Reiniger. Ja, hier, ihr seht, so ganz kleine Bürsten quasi, die gibt es auch noch kleiner. Ich glaube, ich werde die mir sogar noch in noch einer kleineren Größe holen, aber die sind eigentlich optimal. Welche Größe das ist, kann ich euch, glaube ich, leider auch nicht sagen. Aber ich habe die gekauft bei Microbrush. Müsst ihr mal schauen. Ganz genau weiß ich das leider. Leider habe ich hier hinten auch alles weggerissen davon. Also da wüsste ich auch gerade nicht die Größe. Tut mir leid. Und ihr habt noch einfach so einfache Zahnstocher. Was ihr noch benutzen könntet, wäre rein theoretisch Wattestäbchen. Könntet ihr als Alternative hierzu auch erstmal benutzen. Die sind zwar was größer, aber ging auch. Fangen wir also mal an. Also, es beginnt schon wieder. Wir fangen wieder an, leider das Ding halt auseinanderzubauen. Erst einmal nehmen wir wie immer diesen Topf ab. Den können wir ja separat reinigen. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu erklären. Was machen wir dann? Dann nehmen wir hier diese Spitze ab oder ich drehe sie ab. Ihr zieht einfach mal am besten hier hinten gerade die Nadel nach hinten, wenn ihr das macht. Machen wir es einfach einfacher, bleibt ihr einfach direkt drauf. Zack, schön vorsichtig natürlich. Dann habt ihr das hier in der Hand. Ja, das kann dann schon mal Vollfarbe sein alles. Ja, dann müsst ihr einfach hier, das könnt ihr auch dann einfach rausnehmen. Dann könnt ihr das nachschauen, ob das Vollfarbe ist. Das reinigt ihr dann quasi. Ihr benutzt dann so einen Behälter. Füllt dort einfach euer Airbrush-Reiniger rein. Und könnt ihr auch erstmal da reinlegen von mir aus. Solche Teile jetzt hier nicht, wo eine grobe eine Gummidichtung ist, das dürfte eigentlich das Ganze nicht angreifen, aber ich sag mal so, lieber vorsichtig wie Nachsicht. Und wie gesagt, so ein Teil könnt ihr da gerne reinlegen oder an sich einfach mal versuchen, schon mal hiermit sauber zu machen. Ja, das geht wie folgt. Ich zeige euch einfach mal grob an einer Trockenpraxis, zeige ich euch das Ganze. Ihr seht, die sind hier auch noch ein bisschen biegsam, ja, extra. Und dann fangt ihr einfach an, nimmt den Airbrush-Reiniger. Und reinigt erstmal hier rum und dann geht ihr mal da rein und dann könnt ihr auch mal durchpusten. Ja, und dann merkt ihr auch schon, ob das Ganze frei ist. So, was macht ihr als nächstes? Hier müsst ihr ja immer noch aufpassen. Denkt an, das ist eure Spitze. Ihr wisst natürlich auch nicht, wie viel Farbe ist jetzt hier drinne. Passt auf, wir machen einfach erstmal, nehmen wir das Ding hier ab. Das muss eigentlich nie sauber gemacht werden. Von daher, dann macht ihr die Feststellschraube lose. Das ist die hier. Vorsichtig immer. Alles mit Bedacht. Keine Hektik, Leute. Ihr habt Zeit genug. Ja. Und dann müsst ihr als nächstes dieses Teil hier losschrauben. Ich habe es jetzt mit der Hand nur schon mal. Ihr habt sonst so einen kleinen goldenen Stift. Mit dem könnt ihr das dann Ganze losschrauben. Und jetzt sehen wir. Quatsch. Das lassen wir noch zu. Ihr überlegt euch jetzt quasi, wo ihr sie hinschiebt. Ihr könnt natürlich die Nadel nach hinten rausziehen. Dann kann es aber sein, dass die Farbe, die hier drinnen liegt, ihr euch komplett hier reinzieht. Da ihr das Ding eh komplett sauber macht, ist es eigentlich auch egal. Aber für meinen Tipp wäre es immer, schiebt die Nadel doch am besten vorne raus. Und ihr seht, haha, durch das Sprühen, ach du Scheiße. Von wegen nur so ein kleiner Test zum Zeigen. Hier haben wir wieder das ganze Ding richtig schön versaut von gestern.
Wahnsinn, dass das so schnell passiert. Sehr komisch. Auf jeden Fall mal sehen, ist das noch. Ja, hier, das ist sogar noch feucht. Gut, dann machen wir doch eine Reinigung. Schön. Also, dann zeige ich euch mal meine Reinigung. Ihr zieht jetzt einmal grob vorher ab. Habt ihr das gemacht? Müsste Farbe dran sein. Dann fangt ihr an, mit eurem Reiniger zu hantieren. Passt auf. Immer schön mit der Spitze aufpassen. Ich muss nur mal kurz hier die Flasche, die. Das ist so ein Scheißverschluss, ey. So. Dann. Zack. Und dann werdet ihr einfach euch jetzt mal. Ist jetzt nichts Spannendes hier, was ich jetzt mache. Einfach mal ein bisschen nass machen, das Ganze. Und dann zieht ihr nämlich da eure Nadel durch. Und dann macht ihr die mal wieder schön sauber. So. Immer. Und vor allen Dingen passt vorne an der Spitze auf, ja. So. So. Zack, zack, zack. Und wenn ihr da so drinne festhängt, lieber befreien und nochmal neue dran ziehen, bevor ihr anfangt, sie zu verbiegen. So. Diese ist nun sauber, habe ich gerade auch mich von überzeugt. Jetzt muss ich aber dann doch mal hier grob reinschauen. Also, wie gesagt, ihr könnt dann hier. Wir schauen jetzt mal, was da passiert. Aber wie man sieht, sieht man nichts, denn sonst würden sich die Härchen schon dunkel färben bei Schwarz sowieso. Also sieht man schon mal, dass da gar nichts ist. Ihr könnt jetzt mal versuchen, natürlich da so reinzugehen mit einem Papier. So, durchgepustet habe ich. Das heißt, die ist auch frei. Das heißt, bis jetzt ist nur die Nadel einfach versaut. Finde ich schön. Ihr seht sogar hier drin ist rein theoretisch nichts. Ich hoffe, ihr seht das. Ich schaue mal gerade grob für mich selber rein. Selbst da sieht man nichts. Also schon kurios. Dann nehmen wir einfach mal dieses Stück hier raus. Wenn sich das hier alles mitdreht, ist ja gar kein Problem. Muss nachher nur wieder ordentlich rein. So, ihr seht das. Ja, so. Dann nehmen wir das mal raus. Schauen hier einmal rein. Alles soweit sauber. Das heißt, die Farbe hat sich nicht nach da hinten verteilt. Feder ist noch sauber. Dieses Stück hier könnten wir rein theoretisch, wenn ihr Lust habt, auch einmal so quasi bearbeiten. Aber ihr seht, selbst dort. Schön so mal drehen ein bisschen. Ist alles sauber. Also nur die Nadel hat mal wieder einen weg. Ist ja nicht weiter schlimm. Ansonsten, wenn ihr mit keinem Papiertuch reinkommt, nehmt einfach einen sauberen. Hier von denen einfach einen sauberen und steckt den einfach mal durch, damit der die Farbe aufsaugt. Und dann könnt ihr das Stück eigentlich auch schon wieder so zusammenbauen soll, ja, damit ihr das Stück schon mal für nachher wieder habt. So, dann kommt eigentlich jetzt nur noch hier das Teil raus. Und ihr seht, selbst hier drinne ist nichts schwarz. Sehr schön. Jetzt habt ihr natürlich ein paar Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt entweder hier mit so und schaut einfach mal hier hinten unten nach, ob da irgendwas Kurioses schwarz, aber nichts. Dann könnt ihr hier mal reingehen, quasi von hier oben, geht ihr so rein und schaut mal nach. Schiebt sonst auch gerne einmal, wie gesagt, das Stäbchen so weit wie es geht, so rein. Und da seht ihr, Holle de Waldfee, da haben wir Scheiße. So, was macht man da? Erstmal immer sauber machen, ja, dass ihr das immer weiß, schön weich habt, weiß habt. Dann geht man nochmal rein, diesmal ohne Reiniger, nur um zu schauen. Okay. So, und dann könnt ihr mal schauen. Da ist ordentlich Farbe drin. Ihr könntet jetzt einmal hier rum rein und dann könnt ihr die Spitze nämlich da so reinklemmen. Seht ihr das? Ich bin jetzt dadurch, dass das biegsam ist, nur ein bisschen mit bedacht. Ihr seht erstens schwarz wie die Nacht und zweitens.
könnt die auch abbrechen. Also immer schön mit Bedacht das Ganze machen. So, ihr seht ja, wir haben alles gereinigt, nur dieses Mittelstück. Und das finde ich sehr schade, dass man dieses kleine Stück hier, die Farbe hängt im Groben und Ganzen von hier ungefähr der Kante bis gerade mal hier. Und hier hat man keine Chance. Grob, aber nicht für uns. Für uns gibt es immer eine Chance. Passt auf, wir kippen jetzt. Ja, ist eigentlich egal. Ihr haltet jetzt mal beide Teile vorne zu. Kippt einfach mal ein wenig Reiniger rein. Ihr seht, klar, der kippt, der passt da auf. Das heißt, ihr müsst hier jetzt diesen auch zuhalten. Und dann pustet ihr mal rein. So, und dann könnt ihr das Ganze mal. Einen Moment, ich muss mal kurz. Und dann könnt ihr das mal auslaufen lassen. Und ihr seht, da kommt schwarze Farbe raus. Das ist eine ganze doofe Angelegenheit. Ja. Und jetzt haltet ihr einfach mal den oberen und den hier zu und pustet dann nochmal, damit das mal so einen freien Weg gibt. Und dann hört man das schon. Und dann sieht man schon, wie das da drinne schon wieder was dunkler ist. Jetzt gehen wir einfach mal als Test mit unserem Läppchen da so rein. Und ihr seht, die Farbe. Oh, warum der den Fokus immer so seltsam zieht, verstehe ich gar nicht. Tut mir leid. Ihr seht, jetzt zieht der da die Farbe raus schön. So. Das Ganze nicht in den Mund bekommen immer. So. Aber wir können auf dem ersten Hinblick, könnt ihr sehen, pass auf, ich weiß, seht ihr das Loch hier? Seht ihr die Bewegung? Damit seht ihr schon mal, dass das Ganze schön wieder frei ist, ja? Wenn ihr da ein Löchelchen seht. Also am besten noch einmal pusten. Nicht andersrum, weil wir wollen ja, dass das rausgeht. Ihr seht, da vorne sammelt sich nämlich der restliche Scheiß. Das deswegen immer so nach unten jetzt halten. Und jetzt können wir da mal grob kurz reingehen wieder mit einem Papiertuch. Sehr schön. Und ihr könnt hier vorne halt auch schön schauen, ob das da schwarz ist. Denn dann geht ihr einfach wieder hier mit eurem, für dieses Zwischenstück seht ihr, komplett schwarz gewesen wieder. Einfach mal rein und die Farbe mal aufsaugen. Das ist schon eine heikle Arbeit. Also es ist schon sehr, sehr viel Arbeit. Ich finde auch sehr doof, dass ich das sehr häufig gerade machen muss immer. Dabei das Ding ja richtig zusammengebaut ist und alles. Schon nervtötend im Grunde. Aber ihr seht ja auch, da ist ja so viel Zeug drin. Das muss ja erstmal raus. Und jetzt könntet ihr auch das normale Wasser nehmen einfach. Ich nehme das jetzt mal gerade. Und dann kippt man das noch mal ganz wenig da rein. Ich hoffe, ich flute mich jetzt nicht. Ah, das war natürlich jetzt super schlau. Ich kipp das da rein. Ist klar, dass das so rauskommt. Aber ihr seht, damit läuft es wieder durch. Das heißt, das klare Wasser hilft. Wir können jetzt natürlich, weil da ja noch ein paar Tröpfchen drin sind, können wir mal durchpusten. Seht ihr? Durch das Gesprenkel. Das heißt, man sieht, da war grob Farbe noch drin und alles. Das können wir jetzt auch nochmal sauber machen, das Ganze. Hier vorne wieder alles mal trocken wischen. Immer alles schön aufsaugen. So. Da nochmal rein. Auf die Dichtungen einmal achten, ob die schön sauber sind. Hier hinten könnt ihr gerne auch einmal nachschauen, ob alles okay ist. So, einfach mal rein da komplett. Und wenn ihr durchpusten könnt, dann ist. Alles okay. Wenn ihr dann nichts mehr seht, dann habt ihr wirklich das Teil wieder
sehr schön gereinigt. Ich wische das mal kurz auf hier, die ganze Scheiße hier, das Wasser und so. Braucht ja kein Mensch. Und dann seid ihr quasi mit der Grundreinigung ja auch wieder fertig. Dann baut ihr das Ganze wie folgt wieder mal zusammen. Ich würde immer hier hinten mit anfangen. Einfach erstmal wieder schön schauen, in welche Richtung. Das Ganze dann hier hinten reinlegen. So, ja, da ist der drinne. Darauf achten, dass dieser Bügel dahinter liegt, quasi nicht oben drauf, also nicht so da drinne irgendwie so. Ja, das meine ich nämlich ist, obwohl, nee, doch, der geht automatisch nach da hinten. So, ja, so, dann einmal natürlich mit der Feder schauen, dass die auch da reingeht, also dass dieses Teil auch da. Das müsst ihr ein bisschen bewegen, so lange bis es funktioniert. Ihr seht, wenn das nämlich nicht passt. Ihr müsst das da reinmachen. Ihr müsst erstmal schauen, dass das geht. Und wenn das dann geht, seht ihr, dass das ordentlich reinpasst. Dann schraubt ihr das Ganze wieder zu. Und dann habt ihr hier auch schon wieder so einen Widerhaken, ja? Dann schraubt ihr natürlich erstmal hier vorne wieder das Teil zusammen. Also ich stecke das hier wieder rein. Vorsichtig natürlich alles, zack. Dann hier drauf. Anziehen, aber nicht mit der Zange, nur mit der Hand. Aber ordentlich, sage ich mal, anziehen. Das ausrichten wieder hier vorne, diese Spritzkappe. Dann könnt ihr rein theoretisch den wieder draufschrauben. Der sollte auch gut dicht drauf sein, sonst spraddelt hier die Farbe, also die bläst sich quasi auf. Und nun können wir hier vorsichtig wieder unsere Nadel in das hintere Loch hier stecken. Diese versuchen nicht kaputt zu machen. Normalerweise hat sie jetzt eine Führung. Das heißt, ihr könnt sie gleich dort vorne im Becher sehen. Seht ihr, da kommt sie an. Und die schiebt ihr jetzt so langsam bis nach vorne durch, bis sie ankommt. Und wenn es nicht mehr weitergeht, dann habt ihr alles richtig gemacht. Denn dann nochmal nachtesten kurz. Schiebt ihr nur noch die Feststellschraube drauf. Gut anziehen, sage ich mal. Ja, und dann sehen wir, dass die Airbrush mit der Nadel nach vorne und hinten geht die ganze Zeit. Dann nur noch unser Einstellstück noch anziehen. Gut. Zack. Und dann funktioniert auch schon wieder alles. Ihr seht, wir können hier die Feststellschraube dann anziehen. Und ihr seht, jetzt geht sie dadurch nicht mehr viel weiter. Das heißt, ihr dreht dann so weit, wie ihr sagt, okay, ich will sprühen, aber ich habe da noch kein Gefühl drin mehr. Wieso möchte ich gar nicht? Das heißt, so reicht mir der Druck. Und wenn ihr das nicht mehr wollt, raus und geht das wieder weiter. Ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen mit diesem kleinen Video. Ihr wisst, was ihr braucht. Ihr braucht nicht viele Dinge dafür. Ihr braucht genau genommen eins, Wasser gibt es umsonst, generell. Eins, zwei, drei Sachen vielleicht. Wie gesagt, wenn die Farbe was härter ist, ja, dann könnt ihr den Zahnstocher benutzen, um was freizukratzen. Denkt dran, ihr könnt da nichts beschädigen, groß. Immer nur beim Zusammenbau ein bisschen drauf achten, was ihr tut. Und dann geht das Ganze. Ja, das ist das gründliche Reinigen. So mache ich es. So wird das einmal in der Woche bei mir gemacht. Es sei denn, ich habe irgendwas falsch gemacht oder zu viel gemacht, dass das Ganze dann mal verstopft ist oder ich habe es mal falsch die Farbe gemischt, dann kann es ja natürlich auch sein, dass sich das nach hinten wegzieht und dann merkt ihr es aber auch irgendwann beim Spritzbild, geschweige denn, wenn hier irgendwas nicht mehr funktioniert, dann merkt ihr auch direkt, oh, jetzt wird es wieder Zeit für eine Grundreinigung. Ihr wisst, so eine Grundreinigung, ihr seht ja, ich mache das Video gerade, dauert schon so 20 Minuten mindestens. Wenn ihr es sehr, sehr gründlich macht, kann das bis zu einer halben Stunde dauern und kommt auch natürlich auch darauf an, wie verdreckt das Ganze ist. Vielen Dank wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ansonsten teilen, abonnieren, liken, was auch immer.
Bis dahin, viel Spaß mit eurer Airbrush und macht's gut.